Herzlich willkommen hier bei Teil 3, das fahrende Haus. Heute haben wir gesagt, dass wir das Fenster einbauen. Es wird leider heute ein sehr kurzes Video. Das wird das Problem. Puh. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch so eine Art, hier vorne einfach noch ein bisschen hochmachen. Ich weiß nicht, soll unsere Fensterfunktion haben? Ja, vielleicht. Ich schaue mal, ob ich Scharniere noch da habe. Und sonst müssen wir sie halt leider ohne Funktion machen. So, Garten noch im Auto gefunden. Ich habe ja gewusst, dass wir welche haben. Jetzt können wir unser Fenster auch schließen und aufmachen. Das wird fürs Lüften später gut. Sonst hätten wir es einfach nur so anschrauben können. Ich habe das eigentlich noch nie gemacht, aber ich würde einfach mal versuchen, hier an dieses Brett, das hier so anzuschrauben und dann schon. So, war noch nicht befestigt. Dass man das dann halt einfach auf an die Tür halt hier so anschrauben kann. Ich hol Messer und mach das mal auf. Die Katze ist dann mal hier, die ich heute eben schon mal in einem Short gezeigt habe, die bei uns die Tür aufgemacht hat. In meinem Zimmer. Und so, jetzt kommen wir zur Sache. Hier schrauben wir jetzt einfach mal ein paar Schrauben rein. Dann sehen wir uns wieder. Und dieses Brett hier jetzt einmal fest. Fertig ist unser Fenster. So, jetzt machen wir es auf. Und jetzt zu. So. Da unten haben wir vielleicht noch einen kleinen Spalt, aber da machen wir mal Fensterbrett und alles hin. Und dann haben wir die Probleme eigentlich nicht mehr. Dann möchte ich euch ja sagen, dass dieses Video schon wieder vorbei ist. Und dieser Schnee überall. Also. Tschüss, bis morgen.